Wie wäre es, wenn du das hier auf Spanisch lernen könntest? Hola, hola, soy Tomás, dein Lieblings-Spanischlehrer. Und in dieser Lektion wirst du lernen, verschiedene Arten, in denen du wie wäre es, wenn auf Spanisch sagen kannst. Es ist etwas, das du oft brauchst, wenn du Deutsch sprichst. Und wir verwenden es zwar auch auf Spanisch, aber dafür verwenden wir unterschiedliche Verben bzw. Ausdrücke. Das bringe ich dir bei, um deine Konversationsfähigkeiten auf Spanisch zu verbessern. Pero primero, muchas gracias. Vielen Dank an alle, die meine Arbeit hier auf diesem Kanal über Patreon unterstützen. Wenn du meine Arbeit unterstützen kannst, kannst du mein Patreon auf patreon.com Spanisch mit Thomas abonnieren bzw. über PayPal. Die Links dazu ziehen jetzt im Bildschirm und auch unten in der Videobeschreibung. Y ahora, empezamos. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Damit können wir etwas in einer höflichen und schönen Art vorschlagen. ¿Qué tal si vamos de excursión este fin de semana? ¿Qué tal si vamos de excursión este fin de semana? Número 2. ¿Y si? Noch kürzer. ¿Y si? ¿Y si vamos de excursión este fin de semana? ¿Y si vamos de excursión este fin de semana? ¿Qué tal si und ¿y si? Sind wahrscheinlich die meistgebrauchten Arten auf Spanisch, um wie wäre es, wenn zu sagen. Ojo, ojo, y si können wir auch mit imperfecto subjuntivo verwenden. Y si fuéramos de excursión el próximo fin de semana. Y si fuéramos de excursión el próximo fin de semana. 3. ¿Qué te parece si? ¿Qué te parece si? ¿Qué te parece si vamos al cine esta noche? Hier verwenden wir das Verb parecer. ¿Qué te parece si vamos al cine esta noche? 4. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Hier haben wir das Verb gustar in kondicional simple konjugiert. Das heißt, ¿te gustaría? Bedeutet eher, ¿möchtest du? ¿Te gustaría visitar el Museo de Artes este sábado? ¿Te gustaría visitar el Museo de Artes este sábado? 5. ¿Has considerado? ¿Has considerado? Das kommt vom Verb considerar. Überlegen. ¿Has considerado inscribirte en un curso de fotografía? ¿Has considerado inscribirte en un curso de español conmigo? ¿Cómo sería si? Diese Frage bedeutet, wie wäre es, wenn, wörtlich auf Deutsch übersetzt. Allerdings brauchen wir hier das folgende Verb immer im imperfecto subjuntivo konjugiert. ¿Cómo sería si viviéramos en Punta Cana? ¿Cómo sería si viviéramos en Punta Cana? Hier ist das Verb vivir, leben, wohnen, im imperfecto subjuntivo konjugiert. Wenn wir ¿cómo sería si? Verwenden, geht es nur meistens um irreale Situationen, die wir uns vorstellen. Hier kannst du eine Zusammenfassung der ganzen Vokabel dieser Lektion sehen, um wie wäre es, wenn auf Spanisch zu fragen. ¿Qué tal si? ¿Y si? ¿Qué te parece si? ¿Te gustaría? ¿Has considerado? ¿Cómo sería si? Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Wie gesagt, wenn du meine Arbeit hier auf diesem Kanal unterstützen möchtest, kannst du meinen Patreon abonnieren auf patreon.com Spanisch mit Thomas bzw. über PayPal. Die Links dazu sind jetzt im Bildschirm und auch unten in der Videobeschreibung. Folge mir auf Instagram als Thomas der Profi und auf Facebook als Spanisch mit Thomas. Dort hast du noch mehr Lektionen in einem anderen Format für dich, damit du Spanisch besser und schneller lernen kannst. Eso es todo por hoy. Adiós.